Ja, wo willst drauf? Ja, da will ich rauf. Da willst drauf? Ja, da will ich rauf. Bist du narrisch? Ja. Auf geht's! Wochenende in den Alpen. Das Ziel ist es jetzt, die Alpspitze hoch und vielleicht noch eine kleine Gratwanderung am Walchensee. Mal schauen, ich bin bis Sonntag unterwegs, heute ist Donnerstag. Hab mal früher Feierabend gemacht, 15 Uhr Abfahrt. Heute Abend bin ich in den Bergen. Ich freue mich. So, da bin ich angekommen, an dem gleichen Platz, wo ich Silvester schon war. Aber deutlich wärmer und schneefrei. Es rauscht. So mein Privatbach hier und ich werde mir jetzt noch ein paar Nudeln kochen und dann geht's ab ins Bett. Morgen geht's nämlich früh raus. Tropisch. Jo, es ist 7:15 auf dem Weg nach Hammersbach. Das ist mein Basecamp, Ausgangspunkt für die Alpspitze. Und zumindest war es das letzte Mal. Und da werde ich jetzt hinfahren. Dauert etwa 10 Minuten. Schuhe an und dann geht's auf wie. Was nehmen wir mit? Steigeisen? Badeschuhe? Wetterhelm. Habe ich noch einen Buff mit? Nein, nicht hier, aber ein Halstuch. Eine Standplatzschlinge. Klettersteigset. Ein bisschen Rebschnur. Karabiner Tuber. Klettergurt. Erste-Hilfe-Pack. Ein Messer. Notfallbiwak. Ein Wässerchen. Und was zu essen. Und das alles in einen kleinen Rucksack hier. Mal packen. Handschuhe nicht vergessen. Handschuhe, ganz, ganz wichtig. Ist nämlich frisch. Und Wanderstöcke werde ich auch einpacken. Der große Waxenstein. Und irgendwo da drüben hinter den Bäumen, da ist die Alpspitze. Das ist so Wahnsinn. Du merkst halt genau, wo der Schatten von den Bergen aufhört. Ich war eben noch wunderbar alles abgeschmolzen und jetzt im tiefsten Schnee hier. Ja, geil, egal, weiter geht's. Juti, ich bin jetzt an der Stelle, wo ich das letzte Mal umgekehrt bin, abgebrochen habe. Ich muss sagen, ich bin gefühlt heute echt schneller, fühle mich weniger ausgepowert. Also ich habe noch Reserven. Nichtsdestotrotz ist jetzt für mich Zeit, die Steigeisen anzuziehen, weil das ist hier massiv vereister Schnee. Und da mache ich mir das mal ein bisschen leichter, mit ein bisschen mehr Grip an den Füßen. Essen mit Aussicht. Mega. Ja, Sapperlot! Hier wird nicht gestreut. Ich bin jetzt auf 1734 Meter. Und die letzten 200 Meter hier waren so scheiße anstrengend. Ich bin hier auf einer Skipiste. Die Sonne macht das Ganze zu einem riesengroßen Matsch. Ich bin sowas von fertig. Habe jetzt knapp 1000 Höhenmeter hinter mich gebracht. Es fehlen ja noch ein paar. Aber ich bin so, so,
so fertig von diesen letzten. Das Stückchen hier, ey. Kacke. Da ist er. Da. Still und heimlich. Das ist die Alpspitze. Holla, die Waldfee. Mann, Mann, Mann. Und da ist die Bergstation der Alpspitzbahn. Und das ist die Ausgangslage für den Klettersteig. Hab mich jetzt entschieden abzusteigen. Also bis zum Einstieg ist zwar Luftlinie nicht mehr weit, aber es geht nochmal 100 Meter runter, 100 Meter hoch oder 200 Meter hoch und dann erst der Einstieg zum Klettersteig. Und das muss nicht jetzt sein. Ich habe im Bus habe ich Bier, werde jetzt gemütlich zurückwandern, mir dann Nudeln machen und dann mal gucken, wo ich hinfahre. Bier, 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 Bier. Kann noch niemand mehr die Bierflasche halten, ey. Das wird scheiße. Jetzt war ich da mal fast auf der Alpspitze. Ich habe sie zumindest schon gesehen. Bei 1800 Meter war dann für mich Luft raus, Ende. Die letzten 300 waren einfach komplett durch den Schnee. Habe keine Anti-Stollplatten an den Steigeisen. Hatte dann so Klumpen drin. Da muss ich mir mal was anderes einfallen lassen. Und ich war fix und alle. Und dann stand ich da. Konnte die Bergstation der Alpspitzbahn sehen und die Alpspitze, aber um da hinzukommen, hätte ich nochmal 100 Meter runter, 100 Meter rauf. Dann habe ich gesagt, ach weißt du, das machst du mal im Sommer mit dem Biwak. Das Wasser ist dann doch ein Ticken zu kalt, aber ich war bis dahin wenigstens drin. Es ist echt, wow. Wenn ich diesen See so sehe, dann denke ich, oje, oje. Denn gerade in der Winterzeit, wo es fröstelt, regnet, stürmt und schneit, da ist so ein See doch furchtbar kalt und für so einen Scheiß bin ich zu alt. Sachen zum Frühstücken und fürs Abendessen heute gekauft. Frische Eier und Toastbrot. Dachte so zum Rehydrieren. Kaufst hier mal so einen isotonischen Kram. Och, schmeckt so kacke. Können Sie gleich zurückhaben.